Es ist mal wieder die Situation, ich bin mit Kevin in einer frischen Minecraft-Welt und du hast absolut keine Ahnung, was wir hier machen werden. Jo. Das ist schön. Das könnte heute eine ziemlich schwierige Challenge werden und ich kann mir vorstellen, dass ich das bereuen werde, dass ich das Ganze mit dir spiele. Ich glaube nicht. Ich habe mir vorgenommen, heute mich anzustrengen, weil wie in der letzten Challenge auch schon, ich kann's und ich werde es heute wieder beweisen. Möchtest du mal vielleicht versuchen, Sand abzubauen? Oh mein Gott, wir spielen wieder eine Randomizer-Challenge. Nee. Oh nein. Warum kann ich das nicht einsammeln, Basti? Ich kann dir auf jeden Fall schon mal so sagen, ich kann es auch nicht einsammeln. Wir spielen Minecraft durch, ohne Dinge einzusammeln? Boah, also wir können Sachen einsammeln, aber wir sollten es anders probieren. Also Blöcke und so weiter funktioniert ja schon mal nicht. Wollen wir es vielleicht mal an einer Kiste probieren? Und vielleicht läuft es ja da ein bisschen besser. Kevin, bitte drop nicht auf die Pressure Plate. Bitte drop nicht auf die Pressure Plate. Bitte lass uns einfach... Nein, Kevin, wir laufen einfach bitte den sicheren Weg. Ja, ich werde dich so abfacken heute, ich lieb's. Du hast gerade vor einer halben Minute noch gesagt, dass du heute ernst spielen wirst. Ja, ja, klar. Ja, klar. Ich will jetzt hier was rausnehmen einmal. Warte ganz kurz. Erstmal machen wir bitte das weg. Ja, ja, vorsichtshalber. So. Such dir doch mal eine Kiste aus, Kevin. Ich würde mal jetzt die hier nehmen. Ja, dann öffne sie mal. Oh, okay. Kevin. Wir haben hier einen Golden Apple und einen OP-Gap haben wir auch. Ich glaube nicht, dass du den hast. Wir beide spielen heute die Prediction Challenge. Du musst nämlich jetzt entscheiden. Das, was du dort sehen kannst, sind alle möglichen Items, die in einer Pyramidenkiste sein können. Du musst mindestens ein richtiges Item auswählen, welches sich zu 100% auch in dieser Kiste jetzt in Wirklichkeit befindet. Das ist ja eine geile Challenge. Als Beispiel, ich würde jetzt guessen, dass da ein Golden Apple drin ist. Und wenn er sich da drin befindet, dann bekomme ich ihn. Wenn du dass dort ein goldener Apfel in der Kiste ist, kriegst du alle Inhalte aus der Kiste, kannst alles looten. Wenn du ein Item anklickst, das sich dort nicht befindet, dann verlierst du ein Herz für immer und du kannst keine Sachen aus dieser Kiste looten. Und wir können nur Kisten looten? Es ist auch mit Monster-Drops so. Das ist dann ein bisschen schwierig, weil bei den Monster-Drops musst du eben auch vorhersagen, ob ein Item gedroppt wird oder vielleicht zum Beispiel keins. Könnte interessant werden bei Enderman oder Blazes. Ich sage euch ganz ehrlich, das könnte eine sehr, sehr interessante Challenge werden und ihr solltet an der Stelle auf jeden Fall eine positive Bewertung da lassen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, schaut bei Kevin vorbei, wir werden heute ganz viel Spaß haben und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und Kevin, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Welches Item befindet sich in dieser Kiste? Bone oder String? Ja, es ist... Oder Sand oder Rotten Flash? Eines dieser würde ich, glaube ich, ja, nehmen. Das ist, glaube ich, gut wahrscheinlich. Nimm eins von denen. Ich nehme String. Und? Hast du ein Herz verloren? Ja. Dann darfst du auch kein Item hier rausnehmen, Kevin. Gut, okay, wir haben ja glücklicherweise noch drei weitere Kisten. Ich mache mal hier die nächste, Kevin, und ich zeig mal ganz kurz. So sieht das Ganze aus. Und es sind 18 Items zur Auswahl. Und ganz simpel, ich nehme hier einen Knochen. Und Basti hat natürlich recht und nimmt sich ein bisschen Eisen, Sand, Gunpowder. Und wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Stuff, Kevin. Das ist doch schon mal wenigstens etwas. Okay, dann mache ich diese hier auf und ich nehme jetzt auch Sand. Nice, nice. Wir haben einen... Okay, ich habe bekommen 5 Sand, 2 Rotten Flash. Hier sind natürlich, wie soll es anders sein, 5 Strings drin. Mhm. Ich gönne mir mal ganz kurz die letzte Kiste. Gib mir, was du fühlst. Was fühlst du, Kevin? Ich sag dir ehrlich, ich fühle Rotten Flash. Ich nehme einmal einen Rotti für dich. Rotten Flash war nicht drin. Hoch. Ja, ja. Wir werden diese Challenge auch... Ich glaube, wir könnten sie echt First Try schaffen. Klar, wir haben einen slightly roughen Start. Wir haben beide 9 Herzen. Aber das war ja auch low-key, um den Zuschauern zu zeigen, dass man wirklich Herzen verliert. Natürlich. Dass hier nicht geflunkert wird, weißt du? Aber man muss auch ganz kurz sagen, also unsere Herzen sind unabhängig voneinander. Du hast jetzt 9 Herzen wegen deiner Fehlentscheidung und ich habe ein Herz weniger wegen meiner Fehlentscheidung. Wir haben keine synchronisierten Herzen. Oh! Basti, ich habe direkt den nächsten Loot-Spot gefunden. Ein Dorf, guck mal, hier links wäre auch nochmal ein Rune-Portal. Rune-Portal ist nochmal ein bisschen kniffliger hier drüben. Nice, das Problem wird nämlich heute sein, wir haben halt echt wenig Essen. Wir kommen jetzt zum Beispiel nicht an die Heuballen aus diesem Dorf. Da kommen wir halt jetzt nicht so ran. Aber wenn wir Tiere sehen, Tiere haben in der Regel eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie halt genau das Fleisch droppen, was man eben erwartet. Deswegen wird das eigentlich erstmal ein bisschen chilliger sein. Okay, ja, da ist eine Menge Auswahl, Kevin. Ja, ich will am ehesten für das Gold-Nugget gehen. Das lächelt mich an. Dann lächelt mich auch das Obsidian an, aber ich glaube, das ist ein bisschen unwahrscheinlicher. Dann Schuhe hat man auch oft drin, aber ich glaube, das ist alles, also nichts ist wahrscheinlicher als Gold Nuggets. Dann nimm Gold Nugget. Okay, ich mach. Oh mein Gott. Drei Feuerzeuge. Seltene Sachen suchen in Minecraft. Kevin, ich glaube, wir müssen uns von diesem echt unglücklichen und stressigen Tag erstmal erholen und wir gehen mal pennen. Das Gute ist, im Dorf, hier in einem Wüstendorf vor allem, gibt es sehr, sehr häufig Kisten mit Broten und wir brauchen dringend. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kevin, ist alles okay? Du kannst den Gap auch essen.
Oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt ein Monster umgebracht. Errate ein Item aus dem Loot. Ja, du siehst auch das rote durchgestrichene. Das würde bedeuten, dass es nämlich nichts droppt. Das könnte bei manchen... Wenn ich das jetzt falsch errate, verliere ich ein Leben? Du verlierst dann ein Leben, ja. Digga, das ist ja überkrank, was? Ich würde aber dir, glaube ich, in dem Fall... Also Eisen hat eine 1%ige Wahrscheinlichkeit zu droppen. Aber das ist halt nichts, oder? Nichts ist doch am wahrscheinlichsten. Ich glaube, du solltest auf Rotten Flash gehen. Das Hallo, na, das läuft ja richtig gut. Ich chill auf 7 Herzen, Bro. Ich würde kurz mal die Kuh killen, weil die hat ja relativ wahrscheinlich Fleisch, oder? Oder also müsst ihr eigentlich. Tatsächlich zu 100%, aber Bro, selbst die Kuh. Okay, so, jetzt Raw Beef, ich will's aus. Ja, das muss 100%ig droppen. Digga, das ist so cool. Also ich habe eine potenzielle Kiste, vielleicht mit Brot. Und ich habe Brot bekommen und Weizen. Oh, sehr gut, sehr gut. Alright, und zwar, ich kann mir jetzt aus dem Eisen hier zum Beispiel einen Eimer machen. Mit unseren eben gelooteten Sachen, wenn wir sie halt richtig gecallt haben. Da können wir natürlich Sachen machen. Und beispielsweise können wir dann jetzt auch, wenn ich mir jetzt hier einen Lava-Eimer schnappe, können wir natürlich damit jetzt kochen, oder? Dein Fleisch kannst du einmal reinlegen. So, du weißt, dass hier sehr, sehr gute Sachen in der Kiste sein können, ne? Okay, ich würde das Ganze mal übernehmen. Alright. Es ist eine Menge zur Auswahl. Denk an eine Blacksmith. Was hast du sonst immer drin, wenn du hier in diese Kiste mal guckst? Also ich würde sagen, ja. Apfel, Brot, Eisen. Wo spürst du die meiste Energie? Beim Apfel. Dann nimm dir den Apfel, Kevin. Ja! Let's go! Gott. Bro, okay, Eisenschwert ist unfassbar gut. Ich habe eine Hose bekommen. Eisenhose, Eisenschwert. Ja. 3 Äpfel, einen Sattel, 3 Goldingots, Saplings und ein Brot. Sehr, 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 sehr gut, Kevin. Wir könnten dort hinten... Da ist noch ein Dorf. Da können wir einmal hingehen auf dem Ozean. Bisschen Ocean-Ruin. Wir brauchen halt echt Eisen. Wir brauchen Eisen für Rüstung. Dein Schwert ist unfassbar gut. Das Ding ist halt, Kevin, ich weiß nicht, ob wir mit dem Eisenschwert ein bisschen... aufsparen sollten. Ja, so für Blazes und so weiter. Also, ja, wir haben Eisen, aber an Sticks und so weiter zu kommen, wird ein bisschen schwieriger. Also an Holz kommt... Ich hab so Angst, dass ich mich auch an irgendeinem Punkt mal verklicke oder so, ne? Ja, also du musst heute auf jeden Fall sehr aufmerksam spielen. Zum Beispiel siehst du, wo ich gerade bin, das könnte eine richtig wichtige Kiste sein. Denn in der Kartografenkiste kann es, glaube ich, auch Sticks geben. Das wäre sehr wichtig, damit wir uns vielleicht nochmal neue Schwerter craften können, weißt du? Alright, komm. Ich sage, mit meiner langjährigen Minecraft-Erfahrung, in der Kartografenkiste haben wir sehr, sehr häufig fast schon immer Papier. Ja, vamos. Muss. Papier. Ja, schön, aber immerhin 2 Brote. Nehmen wir auch mit. Ein bisschen Brot ist auch gut. Das Beste, aber nehmen wir mit. Gute Arbeit. Ich mache auch eine Kiste auf jetzt. Ich bin hier in so einem normalen Regular-Haus. Also ich sag ehrlich, ich würde, glaube ich, für Brot gehen. Ich kann dir so viel sagen, also Tall Grass ist da das Unwahrscheinlichste. Aber so Emerald, Gras lächelt mich eigentlich auch an. Aber nimm Brot, wenn du es fühlst. Digga. Tall Grass, Short Grass. Es ist einfach genau das drin, was ich gesagt habe. Aber Kevin, den Kopf nicht hängen lassen. Nicht den Kopf jetzt hängen lassen. Ich habe noch nie so eine Kiste gesehen, Junge. Ich habe die nächste Kartografenkiste. Ich probiere nochmal Papier. Hab auch richtig und krieg wieder ein bisschen mehr Brot, aber leider keine Sticks. Ich würde hier den Eisengolem einmal killen. Ja, mach das gerne. Ich würde dann, dass wir uns dann gleich mal im Wüstendorf wieder treffen. Leute, ihr seht, Kevin und ich sind fleißig dabei, uns ja mehr oder weniger die Easy Drops ranzuholen. Super für Fleisch. Kevin holt sich gerade den Eisengolem ran. Das sind eben alles Sachen bei den Tieren. 100%ige Droprate. Fleisch, Eisengolem droppt immer 3 bis 5 Eisen. Das heißt, relativ easy. Aber hier mit dem Lavasee, der lächelt mich auch schon so ein bisschen an. Da werden wir uns vielleicht noch gleich rantrauen. Erstmal geht es darum, das ganze Essen auch zu smelten im Dorf. Das geht easy mit Lavaeimer und das ganze Fleisch, was wir jetzt gefarmt haben. Und dann haben wir erstmal ein Problem aus der Welt geschaffen. Und zwar Essen. Aber trotzdem muss unser Equipment noch ein bisschen besser werden. Oder hast du mal einen Eisengrund mit der Hand gekillt? Holy ja, gerade eben. Kevin, drückst du jetzt wirklich die Blume? Nee, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Ich gehe fürs Eisen auf Safe. Ja, musst du. Wir müssen das... Er hatte... Oh mein Gott, zum Glück. Die war auch nicht dabei. Ich sollte auch nicht unbedingt unnötige Kisten anklicken, Alter. Oh mein Gott, ja. Boah. Oh mein Gott, und 2 Rüstungsteile. Let's go. Alter, und wir haben noch 9 Leder. Daraus können wir noch irgendwas für dich schustern dann. Hä? Bitte, guck mal ganz kurz, was hier passiert ist. Guck mal, normalerweise spawnt das Kamel im Dorf. Das Kamel ist auch gespawnt, aber guck mal, wo das hingelaufen ist. Digga, der wollte reinhauen. Der hatte keinen Bock mehr, der wollte guck mal, wie der hier am Chillen ist. Ja, einmal bitte aufstehen. Wie heißt der? Basti, was ist sein Name? Sein Name ist, Lemak. Ich sag Simon. Dann, möchtest du einmal aufsatteln? Ja. Boah, einmal. Yo, das ist so cool. Das ist das Beste, was in Minecraft dazu kam. Oder er ist so am Grummeln die ganze Zeit. Junge, Simon, mach mal halblang. Also, Essen wurde stabil gefarmt, würde ich mal sagen. Damit sind wir auf jeden Fall ready, um, jetzt ganz, ganz wichtig, wir brauchen Holz. 2 Strukturen dafür gibt es. Wir brauchen einen Outpost oder ein Dorf in einem Tigerwald. Gehen wir jetzt auf die Suche, oder was? Wir gehen auf die Suche mit unserem Träumbegleiter, Simon Lemak. Ich dachte, oh mein Gott, Gänsehaut. Kann er. Den Joghurt kurz zur Seite. Wir haben eine Schmiede. Und eine Schmiede ist unfassbar du wichtig. Du musst es machen. Alright.
Bitterrat, richtig. Prage. Da wird eine Eisenpickaxe drin sein. Ich fühle das. Ja. Die solltest du nicht anklicken, weil es dumm ist, aber ich sag dir, es wird eine drin sein. Boah, ich will das Loot unbedingt haben. Ich nehme den Jetsling nehmen. Ich nehme Eisen. Oh mein Gott, bitte. Bro, die Hose wäre auch so. Also es ist jetzt nicht super katastrophal, ja. Aber die Hose wäre trotzdem gut gewesen. Ja, das Herz tut halt auch weh. Kartografenkiste, ich probier's nochmal. Ich gehe auf Papier. Er hat zwei Papier und einen Kompass. Ein Kompass. Halt ein Outpost wäre halt auch gut. Ja, ein Ozean wäre auch richtig krass, ne? Also wenn wir jetzt einen Ozean finden, den nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit kurz vorher. Auf jeden Fall. Nur wir können mit dem Zeug nichts anfangen, solange wir kein Holz haben. Also wir können uns Rüstung machen, okay. Oh, Dorf. Wir haben Dorf. Ein Dörfchen. Ich würde auch nochmal ganz kurz hier die Schafe mitnehmen, während du vielleicht die Kisten lootest. Yeah. Weil ich glaube, Blöcke, also ich habe halt gar keine Blöcke mehr. Ja. Ich glaube, ein paar Blöcke, wenigstens so 3, 4, ist echt smart. Oh mein Gott, ich sehe da hinten den allerersten Enderman. Oh ja, smart. Naja, du kennst mich, mein Bester. Also ich weiß, was smart. Ich hier tue. Pfeil, Bogen, Knochen oder nichts? Ich muss Knochen nehmen. Oh, Achtung, Mann, Achtung! Er hat da. Ich glaube, Knochen ist am besten. Ja, ich würde auch sagen, Knochen. Nein! Digga, das ist so schwer. Ich habe 5 Leben. Ich habe ein bisschen Sorge, dass du halt einfach auch so an normalen Schaden sterben wirst mit deinen 5 Herzen. Ich auch. Also jetzt, vor allen Dingen jetzt. Ich habe halt Hälfte, ne? Also wenn wir einen Enderman killen, musst du es tun. Ich würde dir dann auf jeden Fall mein Schwert geben. Dann gib mir jetzt das Schwert. Oh mein Gott, okay, komm. Oh mein Gott, erster Enderman. Okay, Enderman Nummer 1. Oh mein Gott, warte mal. Wenn er die Blume in der Hand hält... Dann droppt er die Safe. Das könnte die Lösung sein für unser Problem. Wenn es jetzt mit dem Lootpool aufgelistet wird. Weil dann machen uns wirklich nur Blazes krasse Probleme. Oh mein Gott, Kevin. Kannst du es auswählen? Ich kann es auswählen. Wenn sie Items in der Hand halten, ist das unser Weg zu den Enderperlen. Weil wir könnten rein theoretisch in einem Warp Forest, wo halt super viele Endermen spawnen, nur auf diese gehen, die das halt auch bereits in der Hand haben. Dann haben wir halt nur Probleme mit halt Blazes, weil die können halt nichts in die Hand nehmen. Aber wir brauchen auch weniger Blaze Rods. Oh, Kevin. Du musst das machen, Bro. Du hast viel mehr Leben als ich. Du hast auch gar nicht mehr so viel, du hast nur noch 8. Es ist halt so viel potenziell hier drin. Ah, du musst das Goldnugget nehmen, Bro. Oder ja. Flint, Bro, Flint. Vielleicht ein OP-Gap. Ja, moin. Ich sag Goldnugget. Diesmal ist es drin. Ja! Und das ist richtig wichtig, weil Goldrüstung für Nether für uns beide. So, by the way, das hier ist das Biom, was wir brauchen. Hier brauchen wir das Dorf. Deswegen, Augen aufhalten, wenn ihr Qualm seht, dann ist dort ein Dorf. Kevin, wir haben ein Dorf. Das ganz Entscheidende ist jetzt hier in den Kisten, gibt es teilweise Holz. Das ist super wichtig. Es könnte zum Beispiel 5, 6 Holz drin sein. Dann haben wir unfassbar viele Sticks, können uns Eisenäxte, Eisenschwerter, Eisenspitzhacken. Super, super entscheidend. Und genau das ist die Kiste der Begierde, Kevin. Du hattest die letzten Male immer Pech. Ich sag dir, ich mach's jetzt. Jetzt mach es. Zeig doch mal, was du kannst. Zeig doch mal, was du kannst. Okay, ich hab's angeklickt. Was willst du machen? Ich würde für Sapling gehen. Ich meine, wir wollen doch eh die Kiste nur haben, wenn Holz drin ist. Ja, aber ich darf ja auch kein Leben verlieren, Bro. Darum geht's ja hauptsächlich. Was machst du jetzt, wenn da Holz drin ist und kein Setzling? Das stimmt schon, ne? Ist ja die Frage, das gibt man das eine Leben. Aber ich glaube, Retalk, wir sollten safe gehen. Kevin, okay, ich will dir nicht reinreden. Ich sag Holz. Ja! Let's go! Ein Holz. Aber ein Holz sind zumindest ein paar Sticks schon mal. Ja, und auch die Kartoffeln nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit. Klar. Auch nochmal ganz nett. Oh mein Gott, Basti, ist noch eine Kiste. Das ist Fletching-Kiste. Da könnten halt auch Sticks, Pfeile und so drin sein. Soll ich einfach für Sticks gehen? Geh mal für Sticks. Es tut mir leid. Kevin, dafür mache ich die nächste Kiste. Guck mal, was ich hier habe. Kevin, nicht den Kopf hängen lassen. Kevin, nicht den Kopf hängen lassen. Jetzt nochmal Holz und der Tag ist gerettet. Let's go! Ich sag doch, Bro, diese Kisten sind so geil. Einmal schlafen. Und es geht uns doch schon so viel besser, Kevin. Gute Laune, Mundwinkel nach oben. Was, by the way, auch nochmal interessant wird, ist auch Pfeile, by the way. Pfeile und Bogen wird auch schwierig. Das finden wir, kriegen wir schon hin. Du kriegst erstmal ein Schwert zurück. Oh, geil, danke. Eine Spitzhacke gibt's auch für Kevin. Spitzhacke mach ich mir auch. Digga, das ist crazy Upgrade hier gerade, ne? Ja, unfassbar. Deswegen, ich sag ja, das hat sich ultra gelohnt, hier hinzukommen. Wir könnten überlegen, ob wir uns Schilder machen. Ich würde sagen, nein, das ist zu holzintensiv, oder? Ja, ich mach dir nochmal ein Schwert und mir auch, damit wir Spare haben. Und ich mach auch nochmal 2 Spitzhacken jeweils. Guck mal, Bro, hier ist nochmal eine weitere Kiste. Ich möchte nur Holz. Oh. Digga, und wie viel, oh mein Gott, so wichtig. Wir machen uns Schilder, Kevin. Mit Schildern läuft alles besser. Hey, Basti, ne, falls ich jetzt noch 3 Kisten falsch aufmache oder 3 Monster falsch gesse, dann wollte ich dich nur kurz beruhigen. Ich werde trotzdem Minecraft durchspielen können. Ich habe mal Minecraft mit einem halben Herz durchgespielt. Ja, das beruhigt mich. Ich habe dir mal ein paar Ausschnitte, wie das bei Kevin aussieht. Digga. Ey,
Ich war um die Ecke, Bro! Und jetzt sollten wir uns darum kümmern, halt wirklich in den Nether zu gehen, mein Bester. Und jetzt wird's intensiv. Ach, guck mal, wer da ist. Oh mein Gott, der Wandering Trader. Na, hast du einen Kaktus-Trade? Hast du einen Kaktus-Trade? Wollte gerade sagen, ich hoffe, er hat einen Kaktus dabei. Hat er einen? Nee, hat er nicht. Oh, guck mal, wo Simon hingeht, Alter. Guck mal, da oben, komm mal mit. Bro, der läuft schon voll alleine dahin. Ich habe langsam das Gefühl, der hat keinen Bock auf uns. Simon, was ist los mit dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Bin noch so, und jetzt trage uns wieder 4000 Blöcke zurück. Gang ist noch im P. So, kurz auf Drive. Er nervt mich so krass, Bro. Alleine, wenn es so über die Kamera so nah ranzoomt, weil wir so zu nah an den Blöcken sind, Bro, es tiltet mich so krass. Ich suffocate. Okay, runter vom Kamel. Simon? Ist Simon hier? Ja, komm. Ey, Simon, mein Bester, mach's gut, wa? Er hat den Block dabei. 100%ige Droprate. Das okay, warte. Ich bereite hinten einen Baum vor, oder? Ja, mach das mal. Bitte nicht am Creeper dabei sterben. Creeper, die könnten explodieren. Sauber. Okay, nochmal. Ist gut. Ja, dann würde ich jetzt hier das freimachen, hier so. Easy, zweite Enderperle. Haha. Bitte drop eine. Und jetzt wieder aus. Oh nein, er hat nur den Grasblock gedroppt. Weil da sieht man mal, wie knifflig das noch werden kann. Und ich sag dir ehrlich, Blazes, Kevin, Blazes. Da vorne haben wir jetzt gleich auch den Lavasee, den besagten. Dann werden wir erstmal ein bisschen gießen. Das Gute ist auch, ich habe ein Feuerzeug aus dem alten Ruined Portal. Wir haben leider keine Blöcke, deswegen machen wir es, glaube ich, heute auf die armselige Art und Weise. Wenn dir das Leben Lava gibt, mach Obsidian draus. Boah. Mach eine Treppe. Ja, Mann. Digga, das ist so ein Akt. Es ist irgendwie ein bisschen cursed, aber es ist auch sehr genial. Ja, es viele Wege führen nach Rom, wa? Na dann, Papa Platte, bist du ready für den besten Nether aller Zeiten? Direkt in einer Festung? Direkt in der Festungsform, meinst du? Ja, boah, das wäre so geil. Die Prediction Challenge. Ich predikte, wir sind nicht in der Festung. Ja, oh, geile Prediction, Bro. Oh, Festung! Habe ich Goldrüstung an? Ja. Bro, ich habe das Skelett getötet, das war vielleicht dumm. Pfeil. Danke. Pass auf. Achso, sorry. Wir haben Rüstung. Ja, sollen wir uns so außen bei dem Turm so mäßig hochbauen? Ja, ja, oder? Das ist jetzt mal ja, so lass eine Wendeltreppe im Turm bauen. Ja, genau. Alright, willkommen in der Festung. Wir haben hier ein ganz großes Problem. Wir brauchen mindestens 6 Blaze Rods. Ich meine, bevor wir reingehen, ja. Kurze Lagebesprechung bitte. Kommen wir nochmal ganz kurz her. Wir müssen jedes Monster kurz durchgehen, weil es muss schnell gehen, wenn ich es dann anklicke. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil es kann sein, dass mich zum Beispiel 2 Monster angreifen. Deswegen kann ich nachher nicht fragen. Deinem Wither Skeleton, was klicke ich da an? Kohle? Ich glaube am ehesten Kohle, ja. Okay, dann bei einem Blaze ist klar. Naja, nicht so klar. Du musst halt nach Gefühl gehen, ob sie jetzt droppt oder nicht. Ah, ja, stimmt. Alter, ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Also an sich ist am schlauesten schon immer zu sagen, sie droppt, weil wenn du sagst, sie droppt nicht. Und dann droppt sie es over. Dann kannst du halt eh nicht einsammeln. Boah, das ist painful jetzt. Okay, wie viele Herzen hast du gerade? Ich habe 8. Kevin, immer schön auch ans Schild denken. Wir könnten halt hier auf einen Dia gehen. Boah, das ist so riskant. Wie viele Herzen hast du? 8? 8, ich glaube, ich mach's. Ja, komm, Kevin, wir sind in der Prediction Challenge. Wir müssen es machen. Ja, komm, let's go, mach. Das boah, ich glaube, ich würde für Eisen oder Gold gehen. Obsidian ist auch gut. Ich glaube, ich gehe auf die Chestplate. Oh mein Gott, das ist krass. Schere. Okay, eingebauter Blaze Spawner. Kevin, du weißt, wie es läuft. Schön blocken. Oh, ich habe Angst. Ich habe 4 Herzen halt, ne? Ich sag, sie droppt. Direkt die erste droppt. Oh mein Gott. Wir müssen sie vor allem auch schnell töten, ne? Warte mal, ich kann. Schön blocken. Oh nein. Kevin, Goldapfel, wenn es zu lange. Ja, bin gut. Sie droppt. Komm zurück. Ja, wir haben eine. Gib mir deine Hose. Okay. Alles, was du sagst, Basti. Also, 2 gekillt, 1 Herz verloren, 1 Rod. Ich gehe einfach. Wie brauchen wir mindestens? Was ist das Minimum? Wir spielen mit 6. Vielleicht haben wir ein 7-Eye. Boah, das wäre so krass. Mann. Okay, die schießen. Achtung. Ja. Ey, Kevin, du musst laufen, glaube ich. Ey, das ist so schwer. Ich bin fast gestorben. Ich habe 2 Hits gegeben. Sehr gut. Oh mein Gott, das sind zu viele. Nein, ich habe mein Herz verloren. Backer. Pass auf, hinter dir. Kannst zurück. Du wegmachen? Ist hinter mir Feuer? Ja, ist weg. Du kannst zurückwärts. Okay. Du kannst zurück. Lauf zurück, Kevin. Okay, Kevin, pass auf. Gib mir deine Chestplate, bitte. Ja, du musst es komplett alleine machen. Ja, und geh hier in die Ecke. Ich muss da jetzt einmal aufräumen. Du passt jetzt hier schön auf, dass du nicht stirbst. Ja. Dass hier auch keine Mobs kommen. Bleib hier in diesem Gang. Guck mal, hier kann von hinten nichts kommen. Ey, ich hab einen Kumpel hier. 2. Blaze Rod, aber ich kann sie nicht einsammeln. Ich habe das Gefühl, dass die verbrennen.
Oh mein Gott, ich hab drei, ich hab drei, ich hab drei. Aber ich hab dich verbrannt. Aus einer sicheren Entfernung. Achtung, Feuer, Feuer, ich komm löschen. Brauchst du noch Essen? Brauchst du noch Nee, es passt, aber ich muss die Kollegen mal gekillt bekommen. Ey, wenn nicht, lass zu einem anderen Spawner gehen auf safe. Ich muss aber einsammeln, Bro. Ich hab Angst, dass die jetzt mal langsam Ich geh jetzt mit einem Gap rein. Ja. Ich hab sie, ich hab drei, ich hab drei, ich hab alle drei eingesammelt. Oh mein Gott, let's go. Pass auf, Feuer hinter dir ist noch mehr. Ich 6 plus löschen. 2. Danke, hab gelöscht. Noch eine, 4. Oh. 4 in a row. Retalk, geh auf die nächste 9. For oder? Real? Ich glaub schon, ich bin auch bei der nächsten auf 9 gehen. Ist richtig. Ja. Bro. Okay, was jetzt? Pass auf, Feuer, nehm dir, ich komm löschen. Ja, jetzt droppt sie wieder. Nein, falsch. Ja, aber die nächste musst du auch wieder droppen gehen. Du musst auf der nächsten. Die nächste wird wieder droppen jetzt. Alter, ich hab die vierte eingesammelt. Warte, lass mal ganz kurz hier weggehen. Ich glaube, ich will die despawnen lassen. Ich habe alle Brace Rods, die dort jetzt lagen, haben wir eingesammelt. Wir gehen jetzt so weit weg, dass die einfach despawnen. Es ist zu voll. Oh mein Gott, jetzt stehen da zwei Wither-Skelette vor. Lass die vielleicht nicht töten, sondern weglocken. Das sind drei. Oder mit Lava einfach verbrennen. Die können nicht brennen. Oh, okay, shit. Es wird Zeit für ein Busty-Play. Warte, Sloan. So, jetzt komm her, Wither-Skelett. Digga, das war crazy. Danke dir, Bro. Die anderen beiden sind im Spawner. Du hast gekocht. Pass auf, zurücklaufen. Ja, mach ich. Sollen wir hier zumachen? Soll ich den einen Block wasten? Nee, die sind drei Blöcke hoch. Die kommen jetzt hier wieder rein. Ja. Alter, die Basti GAG Wither-Skeleton Trap. Okay, fall da bitte nicht rein. Ja, ich geh nach hinten. Ich hab keine Angst vor denen. Ein Hit, ich bin tot. Fünfte? Oh mein Gott. Bro, Retalk, die nächste kommt nicht. Kam auch nicht. Ich habe aber gedrückt. 4 Herzen. Oh nein, vertrau mir doch. Ja, so. Kevin, ich muss belieben. Mann, Junge, lass mich doch kochen. Und die nächste, was sagst du? Ich brauche jetzt eine Antwort. Komm. Let's go, 6 ja! Stück. Let's go. Weg. Boah. Ich habe 4 Herzen, du hast 3. Sollen wir noch eine holen? No, just hol noch eine. Ich sag, die nächste kommt nicht und danach kommt einer. Boah, jetzt doppelt falsch wird uns brechen. Nein und dann ja. Erst nein und dann ja. Hast recht. Ja, war richtig. Ja, ich habe keinen Drop gemacht, sie hat nicht gedroppt. Und jetzt droppt die nächste. Hat! Du hattest recht, hä? Let's go! Oh, komm raus, mein Großer. weg hier, komm. Soll ich jetzt in die Lava fallen? Wäre mega funny. Wir brauchen jetzt eigentlich einen Tarangela-Wald. Ja, oh mein Gott, der wäre perfekt. Pass auf! Oh, Digga, das war gerade so Matrix-mäßig. Ja, Real Talk, Bro. Das ist so an mir vorbeigeflogen. Die sind hier überall. Hier sind überall Blazes. Du musst aufpassen. Ja, ich baue mich durch. Ich komme woanders lang. Digga, Basti, es läuft halt. Also, ich will es wirklich nicht jinxen gerade. Oh nein. Ja. Aber es läuft wirklich gut. Also, ich meine, wir haben 3 und 4 Herzen. Ey, also, ich habe das Gefühl. Also, klar, die Enderperlen werden jetzt nochmal richtig uns brechen. Aber wir sind einigermaßen gut durchgekommen durch die Blazes. Wenn wir jetzt irgendwie es hinbekommen, diese Endermänner zu bekommen. Das Ding ist halt, wie machen wir. Also, wenn wir jetzt gleich da sind, wie machen wir es? Naja, wir gucken halt nur auf die halt ein Item in der Hand halten. Ja, aber gibt es davon so viele? Ja, müssen wir. Also müssen wir halt einfach hoffen. Worüber okay. Ich mir so ein bisschen Gedanken mache, Kevin, ist, selbst wenn wir die Enderperlen haben, wie kriegen wir die Kristalle down? Boah, erstmal der Warp Forest. Wir sind gerade krass am Überlegen, wie wir das machen wollen mit Pfeilen für den Fight. Aber guck mal ganz kurz, die haben alle... Oh mein Gott, die haben alle Blöcke in der Hand. Ja? Okay, Kevin, pass auf. Was gleich die Taktik ist. Enderman solltest du nicht unbedingt so krass Angst haben. Ich glaube, das wirst du hinbekommen. Hier einfach in so eine Wand bauen. 3 Blöcke weit. Und dann angucken und dann hauen. Er kommt hier nicht rein. Und nicht zu nah dann auch hier rangehen, weil er kann dir von hier auch einen Hit geben. Oh, ich hab einen. Skelette droppen Pfeile. Wenn ich verrecke, dann tut's mir jetzt schon mal leid, ja. Kevin, wir haben es sehr weit geschafft. Ich bin stolz, egal was passiert. Okay. Keine Enderperle. Alter, das ist so ein Hassel. Man muss so jeden Move, den man macht, so ultra überlegen. Ich hab einen mit Block, Basti, ich hab einen mit Block. Sehr gut, Kevin. Warte. Er macht nicht mehr dieses... Heißt es, dass ich safe bin, oder... Nee. Nie darauf verlassen. Nein, warte, komm du nicht auch hier rein, das verwirrt mich. Mann, Junge, jetzt komm doch mal hier hoch. Der ist halt unter dir. Der kommt unten halt näher an dich heran. Guck mal, hier siehst du den Kopf. Ja. Wir haben 2. Ich hab Sorge, dass sie gleich hochkommen. Das ist so taktisch gerade mir ein bisschen zu viel hier, sag ich dir ehrlich. Ja. Oh mein Gott. Ich hab einen Hit bekommen. Du hast einen Hit bekommen? Ja. Kann ich auch schlagen von hier, ja, oder? Lass Baby lieber. Ich glaube, damit es sich einfach nicht verschiebt. Alright. Ich mach den auch. Oh mein Gott. Bitte drop. Die haben beide nicht gedroppt. Ich kann Sie nicht haben mehr. Beide nicht gedroppt. Bro, was? Und Boot kann nicht nochmal eingesammelt werden. Ich hoffe, wie krass das wäre, hätten wir das jetzt nicht mit den Blöcken. Enderperle! Yo! Oh, alright, ist die erste? Ja, die erste jetzt hier im Warp. Ich hatte in der Overworld schon mal eine. Jetzt haben wir 2. Und da, guck mal hier, wer hier ist. Doppelpack direkt die nächsten. Bitte drop.
Nicht gedroppt. Ich kann nicht mehr. Schön ruhig das Schwert schwingen. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Ist er wieder nicht gedroppt? Was? Okay, aber wir haben davon, also es kommen weitaus mehr Mitblöcke und Dinge, als ich erwartet habe. Ja, und hier ist direkt der nächste. Das ist schon mal sehr, 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 sehr gut. Keine Perle. Ich glaube, die Droprate war bei den Blazes zu gut, dass sie jetzt einfach nicht mehr gibt. Aber es ist sehr gut, dass wir den Warp zu schnell gefunden haben, ne? Das könnte ja, auch... Ja, ja, ja. Und der ist auch ein richtig großer. Ja, wir hätten 1000 Blöcke noch laufen können. Oh, da sieht's gut aus bei dir. Ja, ja, ja. Ich habe hier auf jeden Fall... Ah, ich hab einen. Hat er gedroppt? Enderperle. Let's go. Let's go. Und... Bitte drop. Keine. Let's go in. Nicht gedroppt. Doch, hat gedroppt. Oh mein Gott. Ich glaube, dass aber die Enderaugen, wenn wir sie werfen, ehrlich gesagt, nicht aufgesammelt werden können, weil es halt auch wie in einem Boot Entities in der Luft vorher noch sind und kein Item. Oh mein Gott. Wir könnten nur 2 werfen und triangulieren. Dann müssen wir halt einfach 14 Enderperlen holen. Und Nummer 5. Ich hab ihn. Achtung, lass mich rein. Bitte. Nicht gedroppt. Bei einem vielleicht nicht. Hat gedroppt. Wenn er mich jetzt gleich umbringt, ich schwöre, ich weine. Oh mein Gott, das war Jumpscare. Das war Horrorgame-Stuff. Alright. Bitte drop. Ah, leider nicht. Sehr geil. Und wenn wir es nicht schaffen, dann können wir die Kiste nicht looten oder beziehungsweise den Mob. Digga, hier ist ein Bubble Tea. Ich habe einen Enderman angeguckt ohne einen Block. Oh, er hat einen aufgesammelt. Ey, sorry, Bro. Ich muss das kurz fixen, ja? Alles gut. 11 Enderperlen. Letztes Mal war in Berlin. 12. 13. Kevin, ich habe gerade aus Versehen einen ohne Block gekillt. Ich sag, er droppt. Sag mir bitte, er hat gedroppt. Oh mein Gott. Wie viele Herzen hast du? 3. Aber dafür 14 Enderperlen. Geil. Oh, da lag noch ein. Ich habe 15. No. Das Ding ist, ich würde jetzt aber eigentlich wieder zurückgehen. Spitzhacke auch gleich down bei mir, bei dir auch. Bei mir ist auch meine Spitzhacke auf der 2, die geht mega ab. Also im Grunde müssen wir doch jetzt eigentlich nur Minecraft durchspielen mit 3 Herzen, oder? Ja, plus also... Plus Pfeile bekommen noch. Plus Pfeile und auch die Bögen. Oder wir sagen, wir gehen halt wirklich die Tower nach oben. Erstmal müssen wir lebendig zurück zum Portal kommen. Nichts leichter als das, oder? Oder warum machen wir denn jetzt hier eigentlich gerade so Gomme Jump League Shit? Bro, muss weil... springen oder einfach runterlaufen? Einfach runterlaufen, gesprintet. Digga, Bro baut halbe Mr. Beast Parcours hier hin. Laufen! Oh Gott. Einfach in Bewegung bleiben. Kevin, nicht diesen Weg gehen. Digga! Blaze vorne. Pass auf, Blaze! Halt ich hinter mir runter? Kann ich rückwärts laufen? Du kannst. Wir müssen hier lang. Pass auf, Feuer! Ich muss noch mal warten, das ist mir zu risky sonst. Sehr gut. Ey, ich sag dir ehrlich, diese Challenge ist mir 100-mal lieber als die Ampel. Die Ampel hat mich fertig gemacht beim letzten Mal. Ja, ich checke. Ach du Scheiße, Bro. Pass auf. Ja, ja. Oh mein Gott, er droppt ja! Oh mein Gott. Ja, eine Träne, oder? Mach dir doch safe. Gunpowder. Hat er nicht. Er hat eine Träne gedroppt. Gasträne ist unwahrscheinlicher. Mein Junge, ich habe hier einen abgefightet für unser Team. Oh mein Gott, ich habe auch nicht dran gedacht. Egal, du hast nur noch 2 Herzen, Bro. Aber ich musste ja, also wir hätten ihn nicht getötet, wären wir gestorben wahrscheinlich. Ey, aber ich sag dir ehrlich, du hast den Gamble-Meister, hast du einfach nicht vertraut. Ich habe jede einzelne Blaze Rod gecallt. Wir gehen erfolgreich raus aus dem Nether! Und es ist Nacht. Könntest du mir mal deine Strings geben? Benutzt oder? Hier. Damit wird erstmal ein Bogen gemacht. Aber nur einer von uns hat einen, ne? Wir haben nicht 2 nehmen. Ja. Ich habe halt 2 Eisen. Ich würde dir sehr gerne auch erstmal noch einen Eimer geben mit Wasser. Den wirst du halt brauchen. Und Spitzhacke zum Runterbauen beim Stronghold ist auch wichtig. Läufst du gerade am Dorf vorbei? Ich laufe ins Dorf rein. Kein Golem gerespawnt. Ja, lass mal hier drüben nochmal nach rechts gehen. Da ist eine Wüste. Und da nochmal auf dem Dorf hoffen. Und dann haben wir da auch vielleicht direkt ein CT. Ein Crafting Table. Ey, coole Abkürzung, Mann. Geh du nochmal ins Dorf, dann können wir pennen. Ich habe jetzt genug Eisen für einen Eimer für dich und nochmal für eine frische Spitzhacke. Und ich würde jetzt eigentlich auch wieder zurück Richtung 0-0 laufen. Also mehr... Was? Stronghold hier zu finden wird ein bisschen schwieriger. Kevin, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Hab dir einen kleinen Boost gegeben. Kevin, ich habe 2 Herzen. Oh. Stimmt. Baby-Zombies laufen. Oh mein Gott.
Aber warum? Also ich glaube, du kannst hier wirklich... Achtung, Mini-Zombie! Bei dir! Danke dir. Trident. Kevin! Oh, zickzack, schwimmt, zickzack, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Digga, ich schwimme im Real Life mit, ich schwimme im Real Life mit. Ah, jo, pass auf, hoch, hoch, hoch. Ist bitte das bessere Fleisch. Bitte. Ich bin full schon. Okay, Shipwreck, guter Teil. Wir brauchen das wegen Eisen. Soll ich in das Shipwreck? Ich mach das. Nein, dann bist du auf 2. Dann sind wir beide auf 2. Wenn, gehe ich auf 1. Okay, ja, gut, stimmt, 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 stimmt. 19 Eisen. Hast du es richtig gemacht? Richtig gemacht. Wir sind full Iron. Oh mein Gott, let's go, Junge. Ja, perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen. Und zwar, du kriegst von mir einmal einen Eimer. Bitte einmal mit Wasser füllen. Dann kriegst du einmal eine Eisenhose. Ist angezogen. Ich mache eine Eisenspitzhacke. Meine Schuhe sind ausgezogen. Nein, zieh die Schuhe an. Sorry, sind wieder angezogen? Ja, es wird jetzt das allererste Enderauge geworfen. Wir werden das Ganze triangulieren, also die Schnittstelle berechnen, dass wir ein bisschen genauer wissen, weil ich habe die Angst, dass wir die Enderaugen nicht einsammeln können. Deswegen voll Fokus. Ich muss das Ding jetzt gut angucken. Okay, ich versuch's, Stunde der Wahrheit. Ja. Oh mein Gott. Man kann es einsammeln? Wir können sie einsammeln. Achso. Okay, ich sammle ein. Jo, triangulieren hat gar nicht geklappt. Du hast aber ein Auge bekommen. Ja, ich hab das ein Auge bekommen. Okay, ja, wenn sie eh droppen, dann können wir eh. Digga, wie kann ich dich so schnell wieder verloren haben, Bro? Wo bist du? Mann, Bro. Kevin, hier. Digga, woher soll ich wissen? Wo wollen wir denn sonst hin? Alright, der nächste Wurf. Oh. Eine starke Veränderung unseres Enderauge. Oh, wir sind nah dran dann, oder? Wir sind sehr nah dran. Enderauge-Wurf. Oh, interessant. Interessante Wendung. Das merke ich mir. Bro, ich habe kein Glück. Oh, wir haben den Chunk. Ich weiß nicht, ob du bereit dafür bist, ne? Boah, ich sag ehrlich, nein. Aber das, was wir jetzt hier machen werden, Kevin, wird was Großes. Wie machen wir das? Baust du eine Treppe nach unten? Na klar. Komm, lass ihn jetzt einfach hier sein. Was wäre denn am... Oh, Kevin, wir haben da was gefunden. Oh, shit. Oh mein Gott. Also, wir brauchen eigentlich noch mehr Pfeile. Ich habe 2. Wenn wir ein Skelett sehen, sollten wir das auf jeden Fall töten. Ja, so 4, 5 wären schon crazy. Skelett. Du durchblocken, ich töten. Also, warte. Das heißt, wir holen ihn hier raus. Ich block einfach. Töte du ihn mal. Jetzt mache ich. Schön. Okay. Pfeil, Knochen. Sag's mir. Bogen, nichts. Knochen. Du hast ein Herz. Wir wollen halt Pfeile haben, damit wir die großen Türme, zumindest nur die großen Türme abschießen können. Kevin, du musst mich jetzt gleich ein bisschen carry, ne? Bro, die Situation gefällt mir nicht. Stell dir mal vor, wenn ich das nächste Mal jetzt Monster töte, mich entscheiden muss, es könnte einfach die Challenge, also ich könnte einfach sterben. Alter, du stirbst dann. Bro, wenn du aus Versehen jetzt ein Monster killst und falsch redst. Kannst du die vielleicht töten? Und den... Ja, die droppen nichts, oder? Ja, droppen nichts. Pass aber auf. Lauf zurück. Ja, ich muss zurück. Lass weg. Okay, ich muss bei denen nichts machen. Ja. Weil die nichts droppen können. Wir müssen den Spawner abbauen. Ich hab noch Spitzhacke. Okay, du kannst. Ja, alles gut. Aha, danke. Machst du alleine? Okay. Da ist noch einer rechts, da kommt noch einer, pass auf. Irgendwo ist hier noch einer abgebaut. Nee, safe? Okay, der war schon, haben wir schon. Nee, alles gut. Oh mein Gott, das wird... Alter, das ist... Junge, dass wir hier irgendwann stehen werden, hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, Junge, wir sind seit 4 Stunden am Machen und Tun, Alter, und jetzt sind wir hier. Kevin, ich habe ein Herz, 2 Pfeile und wir müssen die Kristalle mit der Hand abbauen. Oh, ich hab 3 Leben, Mann. Ich kann auch von unten die Low-Dinger kann ich auch machen, aber mit einem Herz ist das Risiko so unfassbar hoch. Du könntest hier eine Kiste looten und vielleicht ist hier ein Goldapfel drin, der könnte mir was bringen. Boah, nee, das können wir nicht riskieren. Wollen wir jetzt wirklich mit 2 Pfeilen und wenn da die großen sind, was machen wir dann? Bro, ich weiß es nicht, Mann. Was ist mit der Angel? Haben wir die? Nein. Ich muss als allererstes auf Toilette, Mann. Kevin, wenn wir uns rüberbauen müssen, haben wir ein ganz großes Problem, weil wir dann keine Blöcke mehr haben. Ich habe 14, 16 Blöcke. Naja, im Zweifelsfall kannst du mit einer Enderperle dich rüberwerfen. Alter, da muss ich das ganze Ding alleine zocken. Alright, Kevin, wir müssen. 2 Pfeile. Ich muss halt beide großen Tower damit treffen, wenn da 2 große sind. Okay, Bruder, wir sehen uns auf der anderen Seite, Mann. Auf geht's, rein. Wir müssen uns nicht rüberbauen, das ist so wichtig, Junge. Nimm Wassereimer. Achso, ja klar. Keine Enderman angucken. Soll ich trotzdem es machen oder soll ich komplett das Risiko vermeiden? Ich mach's. Ich geh hoch. Ich fang mit dem kleinsten an, okay, um es zu testen. Okay, mit 3 Herzen. Ich bleib an der Seite und... Und von unten, das ist wichtig. Fliegt. Leute, unten, der, ja. Der Plan ist, die Crystals eben... Fliegt er auf mich? Nee, ne? Du musst sagen, wenn er auf mich fliegt. Ja, mach ich. Oh mein Gott, das war's.
Bro, ich konnte nichts machen. Es ging nicht. Ich konnte nichts machen. Realtor, ich konnte nichts machen. Digga, als ob der direkt auf mich schießt. Wir haben es weit geschafft, Kevin. Digga. Das war die Prediction Challenge. Wir haben unser Bestes versucht. Wenn ihr die Challenge vielleicht ein zweites Mal sehen wollt, dann lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Schaut bei Kevin super, super gerne vorbei. Abonniert beide Kanäle, lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.